Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt und zwar Pokémon Braun. Falls ihr fragt, was Pokémon Braun ist, ich weiß es selber nicht. Deswegen werden wir das jetzt gemeinsam herausfinden. Ich habe schon kurz reingeguckt, 1, 2 Sekunden, aber jetzt gehen wir mal zusammen los. So, hallo, du musst neu sein. Willkommen in diesem Land genannt Rion. Mein Name ist Tim, du darfst mich aber auch Timothy nennen. Andersrum. Yeah. So, der ist hier der Pokémon-Lehrer auf dieser Insel. Das sind Pokémon, bla 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 bla. So, mein Name ist natürlich Bardor. Aber groß geschrieben, das heißt, es muss geschrien werden. Also Bardor! So, das war jetzt schon so nervig, dass wahrscheinlich jemand zu denken, ey, was soll das? Aber es geht los. Okay, oh, Bardor! Ganz euphorisch, der alte Mann, okay. Ich habe diesen Namen noch nie zuvor gehört. Bla bla blub. Bla bla blub. Ich denke mal, hier ist ein Potion, ein Trank. Nehmen wir mit. Ob ich die Texte auf Englisch oder auf Deutsch vorlesen soll, schreibt das bitte in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr mir das sagen könntet. Ich spiele mal ein bisschen vor, weil hier ist nur ein langes Gelaufen. So, Timmy hat auf uns gewartet. Denn wir müssen jetzt unser eigenes Pokémon abholen. Folgen wir dem mal. Auf Quack. Joop. Dann haben wir da Murat. Okay. Finally! Er ist da. Lasst uns loslegen. Beziehungsweise was spielen. Aber Tim will, dass wir Ruhe haben. So, wir wählen unser erstes Pokémon aus. So. So, ich darf als erstes aussuchen. Ich nehme die Mülltonne. Geht nicht. Also normalerweise wäre es ja klug. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind ja andere Arenen. Da muss ich vielleicht abwägen, was klug ist. Ich nehme einfach. Das erste Charmander finde ich gut. Und ich gebe Charmander den charmanten Spitznamen. Oh, ich hab ihn erstmal. Sehr schön. Ich gebe ihm den charmanten Spitznamen. Kann ich irgendwo kleinen Buchstaben? Nein. Nein. Nur groß. Soweit. Mein erster wird Uler. Der Garo heißen in Anlehnung an den sturen YouTuber Ulagär, der sich weigert, Werbung zu machen. So, dann natürlich das Shigi und hallo Tim, was ist mein Job? Viel Glück, wir haben keinen Job. Okay. What? Murat, warte, Bardo, lasst uns gucken. Wer das stärkere Pokémon hat. Freie Übersetzung aktiviert. So. Okay, der erste Pokémon-Kampf. Allzu viel Taktik wird da nicht vonnöten sein, nur wahrscheinlich einfach nur das Bashen der normalen Taste. Ey, aber ich möchte nochmal vorhin, das ist nicht das Design der ersten. Weil im allerersten Pokémon hatten die ein anderes Design. Das ist irgendwie. Im zweiten sahen die aber auch nicht so aus, oder? Sieht auf jeden Fall geil aus. So. Das könnte nachher ein paar Probleme geben mit den Namen auf Englisch und auf Deutsch, weil ich habe Pokémon bisher nur auf Deutsch gespielt. Und wenn dann irgendein komischer Name kommt, ich werde wahrscheinlich ganz oft werde ich mich verskillen. So, das macht nichts. Der kann unsere Defensive senken, wie er will. Wir kratzen ihm die Augen aus. So. Okay. Okay, ist natürlich hart, wenn unsere Defensive so fällt. Wenn er gleich angreift, wird er schon ordentlich Schaden machen. Ja, aber den schaffen wir noch. Komm weiter. Ulegaro, komm, nicht aufgeben. Oh oh. Oh oh. Einen Hit überlebe ich noch. Easy. Okay. Tail Whip, okay, das ist es. Das ist es. Zack. Sehr gut. Und Level 6. Okay, wir sind diverse. Speed gut. Ist nicht schlecht. Okay. Da würde ich nochmal einwerfen, es gibt. Sucht mal bei YouTube Awesome Games, dann Quick und dann Pokémon Blau. Den Speedrun von. Wer ist der? Mike? Mike irgendwas? Unglaublich cool. Eigentlich war Pokémon da nicht so meins, aber der Pokémon Speedrun war super. Hat wirklich Spaß gemacht. So, Bardo, wir sehen uns again. Wir sehen uns again. So. Und tschüss. Willst du mir nicht was geben?
Ja, du hast Pokémon studiert. Was sind das eigentlich für Statuen? Okay, wo geht's jetzt weiter? Ich liebe es, hier zu leben. Die Luft ist frisch und rein. So, wir gehen mal den Text-Speed ein bisschen upgraden. So. Mal sehen, wie viele Copyright-Treffer das hier gibt. Es ist ja nur Pokémon-Musik. Yo, Dude! What? Professor Zimmer hat vergessen, die Pizza einzupacken. Yo! Willst du den nicht mehr geben? Bardogat, Tim's Pizza. Wie kann man vergessen, eine Pizza einzunehmen? Ist hoffentlich eine Tiefkühlpizza, weil sonst eine... Wobei, kalte Pizza ist clearly underrated. Es gibt... Ich würde sogar sagen, dass kalte Pizza am besten schmeckt. Mit Abstand. Und dann auch am Morgen. Also, wenn ihr abends euch Pizza holt, lasst die liegen zur Hälfte und esst den Rest am nächsten Tag. Ist super, okay. Oh, Bardor! Was machst du so früh schon zurück? Oh, du hast etwas für mich? Bardor handelt dem his Pizza. Oh gut, ich war hungrig. Aber ich war zu beschäftigt. So, Murat kommt. Ich komme. Wir sagten coming, wenn man in Reim geht. Ich komme. Was brauchst du? Alright, okay. Eine Aufgabe von Spide, okay. Da ist ein Pokédex. Okay. Das ist eine Hightech-Enzyklopädie. Wir haben den Pokédex, okay. Bla 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 bla. Das ist jetzt interessant. Gucken wir da mal rein, wie viele Pokémon da im Pokédex drin sind. Okay, ich kann nur diese nicht bisher gesehen. Okay, das ist. Hm. Quai? Was ist ein Quai? Ah, okay, der ist Schrei. Kann ich dich eigentlich auch mitnehmen? Oh, come on. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung es geht, aber ich gehe mal weiter unten. Mann, wie viel Mühe das gemacht haben muss, hier das alles neu zu designen. Eine Höhle. Wait. Das Tollste natürlich, eine Höhle. Fangen wir mit einer Höhle an, weil die machen den Leuten am meisten Spaß. Und keine Wale, erste Wilde. Oh, ein Vulpix. Hätte ich mich heilen müssen? Nein, okay. Das schlachten wir mal ab. Übrigens, in der Pokémon gibt es keine Tiere und trotzdem essen die Fleisch. Denkt da mal drüber nach. Das heißt, Pokémon werden doch eventuell gesnackt. Und ich meine, im zweiten, da ist ja auch diese Pokémon mit den, wie heißen die? Flagmon? Die Dinger mit den, oh, Level Up wieder. Super. Amber gelernt. Ich glaube, das ist Glut. Bin ich kein Experte für, aber ich glaube, es ist Glut. Haben wir Kohle? Wenn wir Kohle haben, kaufe ich mir schon Pokébälle. Nein, ja, okay, mach das. Oh, die Arena lässt kurz gucken. Das sind die Classic, okay. Gehen wir mal zurück. Tut mir leid für den Umweg. Ich mache aber mit doppelter Geschwindigkeit. Oh Gott, du solltest nie in doppelter Geschwindigkeit gehen, wenn du es nicht kontrollieren kannst. Okay. Braucht man den Schrank eigentlich? Hm. Okay, kaufen wir einen Pokéball. Machen wir mal 5. So. Ich werde nicht oft vorspulen. Es sei denn, es ist ein nerviger Part. Dann werde ich vielleicht auch die... Wenn ich mich hochgrinde, wie man sagt, werde ich dann auch skippen. Erster richtiger Pokémon-Kampf nach Murat. Becoming a Pokémon Trainer? Youngster, wants to fight. Ratata. Der ist echt Ratata? Okay, jetzt setzen wir Glut ein. Und es ist Glut. Sehr gut. Ah, oh, das basht gut rein. Okay, der war Level 3. War vielleicht ein bisschen... Ach, Critical Hit auch noch. War vielleicht ein bisschen übertrieben. Super. Ratatata. Ach komm, du hast doch... What? Der überlebt. Blut sogar. Das ist nicht effektiv, okay. Kratzer müsste reichen. Shit, das reicht nicht. Ratatata. Das mag ich. Ich glaube, ich fange meine Ratatata. Hast du jetzt überlebt, okay. Mache ich in den ersten Arena-Leiter? Wenn das jetzt auch Rocko ist mit Gestein.
kann ich ja eigentlich nicht nur ein bisschen hochleveln und hoffen, dass ich ihn dann platt mache. Aber vielleicht ist er auch kein Gestein. Ich meine, wir nehmen die Kämpfe mir jetzt erstmal. Was ich mich da immer frage, hält die ein Schild hoch oder ist das einfach das T-Shirt? Wegen diesen Punkten da, ne? Oder ist das ein Bikini oder was? Ich weiß es nicht. Ne? Ihr seht, was ich sehe. Okay. Das Campen, okay, dann los geht's. Les wants to fight this girlie. Pikachu. Pika! Habt ihr eigentlich auch die gelbe Version gespielt? Das Pikachu hat ja dauernd hinterhergelaufen und wenn man es angeklickt hat, hat es irgendwie Pikachu, Pika und so gesagt. Das waren so die Standardsprüche. Ich habe es wirklich oft gespielt. Lag aber nur daran, weil meine Schwester die blaue hatte und da konnte man dann gegeneinander spielen. Oh, sehr gut. Burnt. Müsste sich damit eigentlich selber kühlen. Oh nein, doch nicht. Aber ich bin ja schnell. Ich hab das mal zum Trank mitgenommen. Ich glaube, den könnte ich nochmal brauchen, wenn es jetzt noch länger geht hier. Ach, das geht schnell mit der Erfahrung. Clefairy. Wenn ihr eigentlich jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so 13, 14 seid, Zuschauer vielleicht. Habt ihr eigentlich die alten Versionen gespielt? Die blaue und die silberne? Also ich spreche jetzt euch an. Und wenn ihr älter seid, so wie ich ungefähr, so ein bisschen älter, nicht ganz alt, habt ihr auch die alten Versionen gespielt? Und wenn ja, welche ist eure Lieblingsversion? Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Ich werde die Frage bestimmt noch ein, zwei Mal fragen im Let's Play. Cool wäre die Bremstaste, wenn die eingebaut hätte. Okay, Pokémon, das fangen. Nee, komm, zu weit will ich nicht fangen. Ist ein lahmes Pokémon. Habe ich keinen Grund, es fangen zu wollen. Okay, ein Kampf, den will ich auskommen können. Das ist eigentlich jetzt hier der. In der Stadt, diesen Käfer-Ding. Haben wir jetzt hier das gemacht? Ah, das ist natürlich jetzt ein einfacher Kampf. Feuer gegen Käfer ist. Warum sind Käfer eigentlich schwach gegen Feuer? Die müssen doch eher schwach sein gegen so Smog-Attacken, oder? Gegen so Gas. Ich meine. Prinzipiell ist alles schwach gegen Feuer, was annähernd human ist. Den schlachte ich jetzt ab, das ist ja einfach. Ich bin ja gleich schon Level up. Also wenn das so bleibt, dann ist der erste Boss ja kein. Erste Boss, der erste Arena ist ja kein Problem. Sein ist Level 20, so, das kann ja sein. Ich weiß es nicht. Ich muss eigentlich mal auf die Zeit achten, wie lange der Part geht. Ich glaube, wenn ich hier raus bin, mache ich mal einen Cut und dann machen wir weiter. Raus. Wenn wir raus sind, mache ich mal einen Cut und dann machen wir den nächsten Part. Ich auf die Uhr gucken ist, glaube ich, nicht schlecht beim Let's Play, ne? Was haben wir hier? Wait. Ja, bei solchen Spielen habe ich immer Angst, irgendwie eine alternative Route zu nehmen, weil dann weiß man nicht, verlaufe ich mich und dann gehe ich halt die Wege umsonst. Das ist immer so mein. Yes, Wear Candy, Sonderbonbon. Das gibt mir ein Level up. Das spare ich mir erstmal. Aktuell braucht man es ja nicht. Vielleicht, wenn ich ein Pokémon fange, was ein bisschen schwächer ist, was ich einen kleinen Burst gebe. Wenn die Höhle hier weit ist, habe ich aber auch ein Problem. Dann mache ich das vor ein paar Zack. In 3 Minuten ist der Part zu Ende. Mal gucken, wo wir dann da sind. So, entkommen. Sehr gut. What? Hello. I like meeting people here. Ja, deswegen stehst du auch. Da 1000 Stunden. Hiker wants to fight. Hiker send out Ratata. Ghost. Ulagaro use Ember. Ulagaro ist die Terminator. Oh, Level 7, das ist schon nicht schlecht. Ah, Kratzer ist nicht so stark hier, habe ich das Gefühl. Da wollen wir kein Risiko eingehen. Level 11, sehr gut. Hiker sent out Spiro. Jack Spiro. Ulagaro used Ember. Ich muss, glaube ich, an meinen Arnold Schwarzenegger Akzent arbeiten. Das soll ein Arnold Schwarzenegger Akzent sein, falls ihr euch fragt, was es soll. So. Critical Lead. Enemy Spiro is defeated. So, letzte. Da. Komm, wir machen mit dem Kratzer.
Tail Whip, okay. Speeder da! Shit. Nein! Nein! Oh nein! Wo starte ich? Nein! Oh nein! Doppelte Geschwindigkeit bekommt man nicht. Okay, das ist aber ein gutes Ende für den ersten Part, direkt mit einem Fail beendet. Ich werde jetzt zur Stelle laufen, wo ich eben war, und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin. Ciao.